Ihr Name ist ganz fest mit einer Zahl verbunden, auch in Journalistenkreisen, 400.000. Ja, wenn man Clara Geiwitz hört, dann denkt man sofort an 400.000. Die Zielmarke für die also das Jahresziel für den Wohnungsbau, das Sie vorgegeben haben. Eine ganz wichtige Marge, sicherlich also für die Bevölkerung, für die Bürger, aber eben auch für die Bauindustrie. Gleichzeitig die große Frage, wie realistisch das eben noch ist in Zeiten von Lieferengpässen, Inflationssorgen. Ich kann mir gut vorstellen, oder vielleicht geht es auch gleich darum, auf jeden Fall sicherlich um viele Aspekte rund ums Thema Bauen in Deutschland. Herzlich willkommen, Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, sehr geehrter Herr Hübner, Mitglieder des Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin heute ausgesprochen gerne hierher gekommen, weil wir in der Tat ja vor riesigen Herausforderungen stehen. Ich sage auch gleich was zu den 400.000. Aber die Bauindustrie selber ist ja ganz, ganz stark betroffen auch von etwas, was unsere komplette Wirtschaft in Deutschland umtreibt, nämlich von der Transformation. Und wenn man so die Debatten über die Transformation der deutschen Industrie hört, dann denken die meisten immer sofort, ja, also da mit dem Auto, da wird was passieren. Ja, die Frage des Antriebes, das wird viel, viel Bewegung auslösen. Viele denken dann an die Zukunft der Stahlindustrie, Chemieindustrie, Dekarbonisierung von Prozessen. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass die Transformation in der Bauindustrie mindestens genauso einschneidend sein wird. Ich glaube, dass Baustellen in 10 Jahren anders aussehen werden, als sie heute aussehen. Und ich glaube auch, dass unsere Gebäude in 10 Jahren anders sind. Und Sie haben es erwähnt, die CO2-Bilanz des Gebäudebereiches ist momentan noch deutlich verbesserungsbedürftig. Wir sind ein großer Emittent von CO2, sowohl bei der Produktion des Gebäudes, natürlich aber auch beim Beheizen, beim Betreiben des Gebäudes. Und in vielen Branchen ist das große Ziel, dass sie eines Tages mal CO2-neutral sein wollen. Und der Gebäudesektor, der hat das Potenzial, dass er sogar als CO2-Speicher eines Tages dastehen könnte, wenn wir es zum Beispiel schaffen, mit mehr Holz, was ja CO2-Speicherung ist, zu bauen, als es jetzt der Fall ist. Und der Gebäudebereich könnte sogar eines Tages mehr Energie selber produzieren, als er verbraucht. Das heißt, wir können von einem Bereich, der jetzt, was das Klima anbelangt, eher ein Sorgenkind ist, hinkommen, wenn wir es richtig machen, zu einem, der sogar beiträgt, dass wir unser Klima schützen. Die 400.000, das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Und das war im Dezember letzten Jahres, als wir uns gegründet haben als Bundesregierung, ein sehr ambitioniertes Ziel. Sie kennen die Zahlen der Vorjahre. Es gab eine deutliche Ausweitung auch Ihrer Baukapazitäten, eine deutliche Ausweitung auch der Zahlen der fertiggestellten Wohnungen. Aber natürlich gerade mit dem Blick auf den Bauüberhang, fast 800.000 Wohnungen in Deutschland, hat man gesehen, es gibt da auch eine riesige Nachfrage. Viele Projektentwickler waren unterwegs und es war nur die Frage, wie schnell ist die Bauindustrie dabei, den Bauüberhang dann auch abzubauen. Jetzt sind wir in der Situation, Sie haben es ausführlich beschrieben, ich will jetzt die Probleme, die uns alle umtreiben, nicht nochmal ganz schwarz malen, aber wir haben natürlich von den Fragen Lieferengpässen, Baupreisentwicklung, aber auch Fachkräftemangel eine große Herausforderung. Und jetzt kann ich natürlich jeden Tag traurig sein und sagen, oh je, ist das alles schwierig. Oder man könnte sagen, ja, dann lassen wir es, die 400.000 schaffen wir wohl nicht. Ich glaube, das darf überhaupt nicht die Haltung sein, denn Sie haben auch gesagt, das, was jetzt passiert, das Furchtbare in der Ukraine, das bleibt natürlich auch nicht ohne Folgen für die Auswirkungen auf unseren Wohnungsmarkt. Viele Menschen sind aus der Ukraine nach Polen gekommen, die leisten da Großartiges, auch bei der Unterbringung von vielen Geflüchteten, aber auch hier in Deutschland sind Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wer die Bilder sieht aus der Ostukraine, der weiß auch, selbst wenn es, was ja hoffentlich bald passieren sollte, da zum Stillstand der Waffen kommt, dass so viel Zerstörung passiert mittlerweile, dass nicht davon auszugehen ist, dass die Menschen sofort wieder zurückkommen. Und deswegen ist es zwar schwieriger geworden, aber es ist gleichzeitig auch dringlicher geworden, dass wir alles dafür tun, dass schnellstmöglich auch mehr Wohnungen als bisher gebaut werden. Deswegen habe ich das Bündnis für bezahlbaren
Wohnraum ins Leben gerufen, ganz, ganz viele Akteure, auch Sie sind dabei, die sich die Frage stellen, wie schaffen wir das? Und das Gute an diesem Bündnis war, obwohl die ganzen Indikatoren eher in die Schwierigkeit weisen als in die positiven, haben sich alle zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wir halten an diesem Ziel fest. Wir wollen alles dafür tun, dass in Deutschland mehr gebaut wird und schneller gebaut wird. Und ein Punkt, den wir dazu machen müssen, ist, dass es nicht nur das Ziel des Bauministeriums ist, sondern dass es das Ziel der kompletten Bundesregierung ist. Deswegen hat mein Haus auch einen ressortübergreifenden Staatssekretärsausschuss einberufen, weil wir ganz viele Sachen auch adressieren müssen in anderen Häusern. Das geht um Standardsetzung, das geht aber auch zum Beispiel um Verordnungen. Die TA Lärm ist ein berühmter Klassiker, der vieles nicht möglich macht, was wir in Deutschland aber machen müssen, wenn wir gerade das Thema Umbau auch vom Bestand adressieren wollen. Sie hatten es erwähnt, wir sind ein Start-up als Bauministerium. Wir sind ja eine Neugründung. Das letzte Mal, dass ein Bundesministerium neu gegründet wurde, das war das Umweltministerium, damals unter Klaus Töpfer. Das ist schon eine Weile her. Und so ein Start-up hat natürlich auch den Vorteil, dass wir relativ schnell sind. Wir haben zum Beispiel das Baugesetzbuch gerade als Reaktion auf den 24. Februar innerhalb von 6 Wochen geändert, sodass wir weitreichende Ausnahmetatbestände jetzt auch geschaffen haben für das Bauen von Unterkünften für Geflüchtete. Das war innerhalb von 6 Wochen möglich, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat zu beschließen, sodass jetzt bis Ende 2024 auf dieser Grundlage auch im Außenbereich gebaut werden kann, auch in anderen Bereichen. Die Stoffpreisgleitklausel, ich habe es lange geübt, dieses Wort, also die Stoffpreisgleitklausel war auch eine sehr schnelle Reaktion auf die Tatsache, die Ihnen allen sehr vertraut ist. Viele arbeiten mit Festpreisen und einer überschaubaren Marge. Und in dem Moment, wo wir einfach eine Preisentwicklung haben, die davon galoppiert, hatten wir die Sorge, dass sie einfach die Aufträge zurückgeben. So. Und das in einer Situation, wo wir aber eigentlich einen riesigen Baubedarf haben. Wir müssen den Wohnungsbestand sanieren, wir müssen mehr bauen im Neubau. Und natürlich hat der Kollege Wissing auch einen ziemlichen Sanierungsstau geerbt in seinem Bereich. Da bin ich auch gar nicht neidisch, was da in dem Ressort noch gemacht werden muss. Das heißt, man kann auch mit Fug und Recht sagen, sie haben genug zu tun und wir müssen als Politik die Rahmenbedingungen dafür setzen. Und ich hoffe, dass viele Länder und Kommunen diese Regelung übernehmen, dass sie auch jetzt in diesen schwierigen Zeiten das tun können, was sie wollen, nämlich bauen. Das Bündnis für bezahlbares Bauen hat sich explizit nicht als ein Bündnis gegründet, was irgendwie mal zusammenkommt, ein schönes Foto auf der Treppe vom Kanzleramt macht und sagt, das finden wir alle wichtig, sondern es ist ein Arbeitsgremium, weil wir ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte adressieren müssen in Deutschland, um der Preisentwicklung etwas entgegenzusetzen. Sie werden verstehen können, dass wir natürlich nicht die Rohstoffpreise subventionieren können in dem großen Maße, wie sie jetzt explodieren. Also es ist schlicht nicht möglich. Das heißt, wenn wir in Zukunft nicht immer weitere Preissteigerungen im Bauen haben wollen, dann müssen wir auf andere Art und Weise effizienter und besser bauen, als es bisher der Fall ist. Das heißt, wir müssen investive Impulse setzen durch eine Förderung. Mein Haus hat da einen großen Schwerpunkt gelegt in dem Bereich des sozialen Wohnungsbaus. 14,5 Milliarden bis 26, das ist selbst für den Baubereich eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer. Und das haben wir auch verbindlich den Ländern zugesagt über die mittelfristige Finanzplanung, sodass da Planungssicherheit herrscht. Jetzt habe ich gehört, dass der Kollege Habeck nicht kommt, deswegen will ich ihm mal zumindest ein bisschen erklären, was die KfW-Förderung anbelangt. Mein Ziel ist auch, dass wir in Zukunft eine verlässliche KfW-Förderung haben, dass wir eine KfW-Förderung haben, die Nachhaltigkeit adressiert, auch in Kombination mit dem Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude aus unserem Haus. Und dass es auch klar ist, dass die Rahmenbedingungen dauerhaft Ihnen vertraut sein müssen. Ich will aber auch mal sagen, was zumindest einordnen, was da im Januar passiert ist. Wir hatten jahrzehntelang in der Bundesrepublik eine sehr hohe Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Die wurde dann zurückgefahren, aber diese Förderung hatte immer eine Bedingung, nämlich die Gebäude, die mit dem Zuschuss des öffentlichen, von öffentlichen Geldern gebaut werden, die haben eine niedrige Miete. Das ist immer so im sozialen Wohnungsbau, da haben sie eine Kostenmiete. Dann gab es eine Eigenheimzulage, die heißt jetzt Baukindergeld, wir werden auch was anderes in Nachfolge entwickeln. Das heißt, ein Zuschuss für Menschen, die selber bauen wollen. Und dieser Zuschuss orientierte sich immer auch an der Frage, wie ist die ökonomische Situation des Antragstellers? Also da gab es eine Obergrenze beim Einkommen. Oder die Frage, wie viele Kinder hat der
anderer Stelle. Und dann gab es so ein bisschen Technikförderung im Wirtschaftsministerium, wenn man neue Heizsachen ausprobieren wollte, neue Dämmstoffe etc. Aber das war mal ein ganz kleiner Teil. Und dann hat sich das irgendwann umgedreht und wir haben eine ganz, ganz starke Förderung des Bauens über das BEG bekommen. Interessanterweise kriegte aber jeder Antragsteller diese BEG-Förderung, und zwar unabhängig davon, wie viele Kinder er hat, ob er ein armer Mensch ist oder ein Millionär, und auch unabhängig davon, ob das, was er dann da vom Staat gefördert bekommt, hinterher eine geringe Miete hat oder eine sehr hohe. Das ist eine praktische Sache. Übrigens auch unabhängig davon, ob er mit diesem Zuschuss des Staates eine kleine Wohnung baut oder eine große, war immer der gleiche Zuschuss. Auch unabhängig davon, ob er eine Wohnung baut oder nicht Wohngebäude. Am Ende des Tages war das, was da in der BEG-Förderung im Januar gemacht wurde, ein allgemeiner Baukostenzuschuss. Wäre ich jetzt am Tag der Bauindustrie sagen, ja super, aber ganz ehrlich, wir sind eine riesige Volkswirtschaft, und wenn es eine Förderung gibt, die jeden Bau, egal wie teuer er hinterher ist, wer ihn baut, ob es zum Wohnen oder zum Wirtschaften bezuschusst, das ist ganz klar, dass das nicht gehen kann. Und deswegen war die alte BEG-Förderung von der Vorgängerregierung einfach schlecht geschnitzt. Sie war so geschnitzt, dass der Fördertopf, egal wie groß er gewesen wäre, immer leer war. Das haben wir jetzt bei der KfW-40-Förderung gesehen. Ich glaube, das hat wenige Stunden gedauert, bis die 1 Milliarde abgeflossen ist. Vielleicht so viel zur Erklärung, warum Herr Habeck das gemacht hat, was er gemacht hat. Und unser Ziel ist natürlich gemeinsam zwischen Bauministerium und Wirtschaftsministerium ab 01.01.2023 eine BEG-Förderung aufzusetzen, mit der sie planen können und mit der auch gefördert wird, was förderungswürdig ist. Daneben haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Abschreibung zu erhöhen von 2% auf 3%. Auch das sicherlich nochmal ein Anreiz, um zu investieren. Und der Kollege Finanzminister führt auch gerade Gespräche mit den Ländern zur Reform der Grunderwerbssteuer. Das ist ja für sehr viele dann auch eine ganz relevante Frage von Baunebenkosten. Der zweite Punkt, der uns umtreibt, ist die Frage, gibt es eigentlich noch genug Land, wo wir bauen können? Und hier ist es natürlich in der Vergangenheit schon so gewesen, dass wir mit dem Baulandmobilisierungsgesetz einige Verbesserungen erreicht haben. Wir haben jetzt selber auch noch mal über unsere Ressortforschung die Potenziale erforscht in Deutschland. Die gute Nachricht, es gibt noch genug Flächen. Wir müssen nur identifizieren, wo die sind. Und deswegen auch unsere Unterstützung, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, auch da entsprechende Potenzialkataster aufzubauen. Innovationsstärken, Preisdämpfung, das trifft natürlich auch den ganzen Bereich Digitalisierung. Da werden wir alles unterstützen, was in Richtung komplette Digitalisierung des ganzen Prozesses anbelangt. Das fängt vorne bei der Planung an. Wir werden das Raumordnungsgesetz im Sommer novellieren, sodass wir auch die positiven Erfahrungen, die wir jetzt mit digitalen Beteiligungsformaten hatten, bei der Planauslegung, bei der Beteiligung der Bürger, auch nach Corona in die Standard überführen, sodass digitale Beteiligung der Standard bei der Raumordnung sein wird. Das Gleiche gilt aber auch für die Einführung der digitalen Bauakte. Es gibt einige Bauämter in der Republik, die sind schon komplett digitalisiert. Sie zeigen, es geht, aber es ist leider noch nicht die überwiegende Mehrheit. Und da werden wir sehr intensiv auch Unterstützung leisten von Seiten des Bundes. Und das Zweite ist BIM. Da ist es so, dass also digitale Zwillinge natürlich faszinierend sind, wunderbar auch natürlich die Bauphase unterstützen, aber natürlich auch den Betrieb und auch den Rückbau eines Gebäudes einfacher machen, wenn man noch digital weiß, was drin ist. Es ist wirklich sehr erstaunlich, was auch die teilweise nicht vorhandenen Bauunterlagen von existierenden Gebäuden anbelangt. Also da ist meine Hoffnung, dass wir mit der Digitalisierung also das alte Problem der verschwundenen Bauunterlagen dann offensichtlich irgendwie mal in den Griff kriegen können. Was klar ist, das sehen wir auch mit Sorge, dass wir bei BIM auch immer die ganze Frage Datensicherheit adressieren müssen. Die Frage, wo sind dann diese sensiblen Daten auch gespeichert? Sie hatten das erwähnt, serielles und modulares Bauen. Ich unterstütze diese Idee sehr, weil das mehrere Vorteile hat. Zum einen kann es dazu beitragen, Fachkräfte zu sparen im Baubereich. Es kann die Bauzeiten in den Innenstädten verkürzen. Das führt dann hoffentlich auch zu höherer Akzeptanz für die Baustellen vor Ort. Und es kann natürlich auch preisdämpfend wirken. Natürlich nur, wenn man entsprechende Serien dann hat, auch Größenordnung. Deswegen greife ich Ihre Idee auf. Die haben wir auch schon im Bündnis für bezahlbares Bauen angesprochen. Die Länder sind da beteiligt.
Ich glaube nicht, dass wir eine einheitliche Bauordnung von oben bis unten brauchen, wo alles gleich ist. Da ist unser Föderalismus einfach auch geeignet, um regionale Baukulturen durchaus abzubilden. Aber die ganzen Fragen, die Sie genannt haben, wie die Typengenehmigungen sind, wie die Standards für Brüstungen, Balkone und anderes sind, das finde ich, das kann man mit gutem Recht auch untereinander abstimmen. Auch die ganze Frage zum Beispiel Umgang mit dem Baustoff Holz. Da sind einige Länder, Baden-Württemberg zum Beispiel, schon ganz weit vorne. Andere könnten da nachziehen. Und wichtig ist, dass wir auch klar machen, dass seriell und modulares Bauen nicht das ist, was man in den 70er Jahren darunter verstanden hat. Also ich komme ja nur aus dem Osten und wenn ich über serielles und modulares Bauen spreche, dann gibt es einige Kollegen, Sie nicht, die dann immer so eine DDR-Plattenbau in meinen Hintergrund pflastern, wenn sie darüber berichten. Also darum geht es nicht. Und ich glaube, das müssen wir klar machen, dass serielles und modulares Bauen, dass auch typisiertes Bauen, dass das sehr, sehr schön sein kann, dass es auch auf den individuellen Nutzer zugeschnitten sein kann, dass es auch mit wunderbar nachhaltigen Baumaterialien einhergeht und dass es einfach das ist, was ich vorhin sagte, ein Bestandteil der Transformation der Bauindustrie sein wird, weil ich glaube, selbst die schönsten Werbekampagnen werden nicht dazu führen, dass wir in den nächsten 10 Jahren mehr Leute auf dem Bau haben, sondern ich glaube, wir werden auch so bauen, dass wir mit weniger Personal das Gleiche oder sogar noch mehr bauen können. Dass es geht, das ist auch durchaus in anderen Ländern der Welt schon vorgeführt. Wir haben natürlich hier in Deutschland in den letzten Jahren vor allen Dingen erstmal den Punkt gesetzt auf Ausweitung der Baukapazitäten. Und ich glaube, angesichts des Kostendruckes und des Fachkräftebedarfs werden wir hier auch sehr, sehr stark in die Steigerung der Effizienz auf den Baustellen gehen. Unser Haus unterstützt gerne auch bei der Frage der Bauforschung mit Materialien und Technik. Und wir wollen uns auch im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Bauen anschauen, welche Normen, Standards zum Beispiel Baukosten besonders in die Höhe treiben. Das ist etwas, was in der Vergangenheit so intensiv noch nicht geschehen ist, was wir aber auf jeden Fall machen wollen. Ein Punkt, den Sie auch adressiert hatten, war die Frage der Technologieoffenheit. Da gibt es immer noch so einen kleinen Dissens zwischen Herrn Habeck und mir. Das Klimaministerium hat natürlich als großes Ziel, dass möglichst jedes Gebäude 100% effizient ist. Und Sie hatten ja gesagt, es gibt Gebäude, die werden wir wahrscheinlich nicht effizient kriegen oder es ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll. Und die könnte man natürlich mit erneuerbarer Energie dann auch dazu kriegen, dass zumindest ihre CO2-Bilanz ordentlich wird. Das werden wir aber noch diskutieren, auch bei der Frage, wie die BEG-Förderung künftig ausgebaut wird. Was wir auch natürlich gestalten werden, zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, ist die Frage der Wärmewende. Da ist es zum einen aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass man da technologieoffen rangeht. Und unsere guten Erfahrungen aus der Städtebauförderung wollen wir auch transportieren auf die Frage der Wärmewende. Das heißt, dass wir hier auch ganz stark den Qualitätsansatz des Quartiers nutzen wollen, weil das natürlich auch nochmal die Möglichkeit gibt, wenn man für größere Lösungen, für größere Quartiere projektiert, dass man da Einsparungen hat und Kosteneffizienz macht. Also materialneutral und technologieoffen, da werden Sie in unserem Bauministerium immer Fans dafür finden, weil ich glaube, gerade angesichts der Entwicklung bei den Baukosten muss es Ihnen noch möglich sein, noch bei der Kalkulation und im Bau des Objektes einfach dann die Materialien auszutauschen, wenn sich etwas tut. Das vielleicht in aller Kürze die wichtigsten Herausforderungen. Ich weiß, dass die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig sind. Ich kann Ihnen aber versichern, das Bauministerium ist sich dessen sehr, sehr bewusst. Und wir werden alles tun, um trotz dieser großen Schwierigkeiten, die wir haben, das zu unterstützen, was Sie vorhaben, nämlich viel zu bauen für Deutschland. Es wird gebraucht im Neubau, aber auch in der Sanierung und vor allen Dingen natürlich auch im Unterhalt unserer Infrastruktur. Das ist ja eine der ganz wesentlichen Grundlagen auch für den Rest der Wirtschaft in Deutschland. Und ich glaube, das sollte man mit breiter Brust auch von Seiten der Bauindustrie dann auch transportieren. Wenn die Straßen nicht funktionieren, wenn die Brücken gesperrt sind, wenn die Infrastruktur aus Beton nicht klappt, dann ist es auch für den Rest der Wirtschaft kein guter Zustand. Insofern sind Sie nicht nur ein wichtiger Teil der deutschen Industrie, sondern auch ein stützender Teil. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Bundesministerin. Sie werden jetzt sozusagen noch ins Kreuzverhör genommen. Und wir haben uns das stehend überlegt, okay, tatsächlich. Genau, das ist besser für den Livestream, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da mit uns verbunden sind.
Ja, also wir haben ja die Vorlage von Herrn Hübner bekommen. Sie sind auf ganz viele Punkte eingegangen. Deswegen würde ich fast Herrn Hübner fragen, waren Sie zufrieden oder haben Sie noch eine Rückfrage? Ist ja ein bisschen gemein, jetzt so Noten zu verteilen, ne, solange ich noch da bin. Aber nur zu. Ja, ich fand das sehr gut. Also herzlichen Glückwunsch. Nein, dann greife ich den Ball gerne auf. Aber aus journalistischer Sicht und jemand, der ja jetzt nicht jeden Tag mit der Bauindustrie zu tun hat, in der Tat war mein Eindruck, da lagen jetzt nicht Welten dazwischen. Ich fand auch in der Vorbereitung schon ganz spannend den Punkt mit seriellem und modularem Bauen, wenn ich den vielleicht rausgreifen kann. Weil ich als ja doch Laie letztlich sagen würde, das ist doch super, da ist doch Musik drin. Jetzt haben wir gehört, welche rechtlichen oder Rahmenbedingungsschwierigkeiten da sind. Was können Sie und wollen Sie denn tun, um sowas zum Beispiel zu erleichtern? Welche Möglichkeiten gibt es da? Also unterschiedliche. Das eine ist, dass ganz klar natürlich die Bauordnungen angepasst werden müssen. Das zweite ist, dass Typengenehmigungen auch in die Bauordnung reinkommen. Und das andere ist eigentlich eher so ein smarter Faktor, nämlich dass man darüber redet, um die Vorurteile auch in den Köpfen so ein bisschen zu korrigieren. Weil das natürlich auch für die Projektentwickler manchmal das Problem ist, wo sie sagen, nee, das will ich lieber nicht. Aber das natürlich auch wichtig ist, dass wenn wir Typengenehmigungen haben, dass die örtlichen Bauebenämter dann auch sagen, wenn das ein genehmigter Typ ist, muss ich nicht nochmal anfangen von vorne. So, und das ist ein Prozess, der auch, sagen wir mal, im gesellschaftlichen Debatte, auch im Fachpublikum dadurch unterstützt werden kann, dass wir einfach Werbung machen für das serielle, modulare oder typisierte Bauen. Und dass zum Beispiel der GdW jetzt auch nochmal eine neue Ausschreibung macht und auch Firmen sucht, die sich da beteiligen. Der hat schon ziemlich viele, aber wenn hier noch einer mitmachen will, dann kann er sich da auch melden. Letztlich wird es ja interessant über die Förderungsmöglichkeiten, die bestehen. Ja, also es gibt ja durchaus Unterstützung für serielles Sanieren zum Beispiel. Wir müssen uns ja vorstellen, wir haben ja das Problem, dass wir eigentlich einen riesigen Bedarf an Baukapazität haben und das sozusagen... Die Frage ist, wie wird das bei der Auslastung überhaupt hinkriegen? Alles, was wir nebeneinander machen wollen, nämlich sanieren im Bestand, neu bauen und die Infrastruktur fit machen, dann auch schaffen. Und das kann natürlich eine Möglichkeit sein, einfach die Kapazität auszuweiten. Jetzt habe ich natürlich Sie auch angeteasert mit den 400.000. Da möchte ich kurz noch mal drauf eingehen. Sie haben es ja sehr galant umschifft. Also natürlich ist es immer schön oder ist es auch richtig zu sagen, man bleibt positiv und will das anpeilen. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich mehr jetzt im Vergleich zu vorher. Halten Sie es für realistisch wirklich oder Hand aufs Herz muss man sagen, das wird wahrscheinlich nicht gehen? Das Gute ist ja an der Zahl, dass man sie sehr konkret überprüfen kann. Das heißt, wenn wir die Baufertigstellungsstatistik haben, dann werden wir es ganz genau wissen. Ich glaube, niemandem hier im Saal muss ich erklären, dass wenn Krieg ist in Europa, dass das natürlich Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Auch natürlich zuallererst mal auf die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber am Ende des Tages auch auf die Frage der Preisentwicklung, der Lieferkettenproblematik. Da müssen wir insgesamt die Frage stellen, wie wir da auch resilienter werden. Und ja, natürlich gehe ich davon aus, dass die Zahlen höher gewesen wären, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Das nützt ja nur aber alles nichts. Die Frage ist ja, welche Konsequenzen man daraus zieht. Und meine Konsequenz ist, dass wir jetzt noch viel dringender eigentlich eine große Schlacht tun müssen in diesem Bündnis für bezahlbares Bauen. Nicht eine kleine Reform, nicht ein Reformchen, sondern es ist jetzt so schwierig, die Rahmenbedingungen, dass wir wirklich ein paar Grundsatzfragen stellen müssen. Und aus meiner Sicht ist zum Beispiel die Frage, wie man als Staat reguliert. Ich bin da immer der Meinung, man muss wegkommen von so einer Detailtechnikregelung hin zu einer zielorientierten Regelung, wo man sagt, das Gebäude soll so und so viel CO2 verbrauchen und nicht mehr. Und wie man dann dazu kommt, das ist eine Frage der Techniker dann. Ja. Herr Hübner ist natürlich nicht nur hier hochgekommen, um Noten zu verteilen, sondern auch um die Gelegenheit zu haben, nochmal selber die Frage zu stellen. Ja, vielleicht zu den 400.000 Wohnungen möchte ich schon gerne nochmal was sagen. Ich glaube, das muss einem auch nicht peinlich sein, das zu revidieren. Ich finde es erstmal gut, so eine Zahl festzulegen. Und wenn wir jetzt gleich hinkommen und sagen, falsche Zahlen, das wären nur 300 oder vielleicht sogar nur 250.000 in diesem Jahr mit diesen extremen Einschränkungen, dann ist es halt so. Ich finde wichtig, einfach den Mut zu haben, auch 400.000 einfach zu sagen, das ist unser Ziel, dann ist das unser Ziel. Wenn wir es in 2022 nicht erreichen, dann erreichen wir es in 2023 oder 2024. Ich finde das grundsätzlich gut und ich finde auch, das ist nichts Peinliches daran, wenn man einfach sich dazu bekennen muss, unter den Rahmenbedingungen kann ich mir persönlich, wir als Bauindustrie, das nicht vorstellen. Die Zinsen gehen nach oben, die Preissteigerungen erschlagen uns, der Kostendruck entsteht. Aber das muss einem ja nicht unangenehm sein. Ich finde es gut, konkrete Ziele zu haben. Denn normalerweise haben wir Ziele, da fragst du dich dreimal, was haben die denn jetzt eigentlich gemeint? Was soll das für ein Ziel sein? Ich habe es nicht verstanden. Eine Zahl, die kann gerade ein Techniker, kann die irgendwie gut erfassen.
Also von daher finde ich das gut. Und wichtig, wichtig, Frau Galwitz, Sie haben wirklich tolle Ausführungen gemacht, muss ich Ihnen sagen. Wichtig ist, dass das nach unten kommt. Auch dieses ganze Thema Deregulierung. Und Sie haben vollkommen recht, das ist das, was ich auch immer sage. Serieller Bau ist nicht Plattenbau 2.0. Das müssen wir auch erstmal in die Bevölkerung bringen. Das ist es nicht. Wir haben früher auch immer so, in den 80er Jahren haben wir gesagt, in 10 Jahren werden alle Autos gleich aussehen, weil sie alle im Windkanal modelliert wurden. Das Gegenteil ist eigentlich passiert. Und das muss man dann immer sagen, das wird anders sein. Das wird eine andere Qualität haben. Wir haben eine stationäre Qualität. Wir werden schneller und ich glaube, wir werden eher noch vielfältiger, als wir es heute sind, durch serielles, modulares Bauen. Wir müssen es nur wirklich mal installieren. Das ist heute noch mini kleine Nische. Ich bin über ein Zitat von Ihnen gestolpert vor 2-3 Wochen. Da haben Sie gesagt, wir brauchen die Unterstützung der Bauwirtschaft, die ihre Kapazitäten deutlich ausweiten muss. Und da ging es um die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Da habe ich mich gefragt, was meinen Sie damit genau? Ja, das Problem ist ja, wenn ich habe gesagt vorhin zum Beispiel, wir haben 800.000 Wohnungen im Bauüberhang. Das heißt, die sind schon finanziert, da gibt es schon das Land, da gibt es schon das konkrete Projekt, die sind sogar schon genehmigt. Die warten nur darauf, dass sie gebaut werden. Und das passiert, also das habe ich sozusagen Teil meines täglichen Doings, dass mir Leute sagen, ich habe versucht irgendwie für das und das Projekt eine Firma zu finden, aber leider hat sich keiner auf die Ausschreibung beworben. So, und das ist bei den ganzen Bauvorhaben, die wir in der Republik vor der Brust haben, natürlich klar, das werden wir nur schaffen, wenn man entsprechende Kapazitäten hat. Und das Gute ist ja, das ist ja kein einmaliger Bedarf. Ich kann mich ja noch gut erinnern, was wir in den 90ern für Probleme hatten, als nach dem großen Aufbau in der Wendezeit dann auch sehr viel Überkapazität da war. Das ist absehbar ja so, dass wir einen großen Transformationsprozess haben, der für viele Jahre dafür sorgen wird, dass Sie, die Bauindustrie, sich nicht die Sorge machen müssen, kommt da einer und gibt mir einen Auftrag, das ist, glaube ich, klar. Vielleicht noch ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist in der Vorbereitung, integrative Projektabwicklung. Man staunt ja auch als Laie teilweise, wie getrennt Planung und Bau doch häufig stattfindet. Ist das für Sie ein großes Thema und wenn ja, wie möchten Sie es angehen? Also das war ja, glaube ich, die Reaktion so ein bisschen auch auf die Schwierigkeiten Ende der 90er, wo man gesagt hat, man ist so ein bisschen misstrauisch, wenn alles auf einmal vergeben wird und so integriert, weil dann leidet die örtliche kleine mittelständische Bauindustrie. Und da ist die Politik dann häufig in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, man macht ganz kleine Lose und Einzelausschreibungen. Das führt nicht unbedingt dazu, dass so eine Prozesse preiswerter werden und beschleunigt werden. Das heißt, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über die Frage Digitalisierung des ganzen Prozesses denken, hat man große Effizienzmöglichkeiten, wenn man die Planung, das Bauen, die Durchführung und auch den Bauunterhalt dann gemeinsam denkt. Herzlich willkommen, Herr Staatssekretär. Ja. Kann da wenig zu ergänzen. Also ich vielleicht noch mal zu dem Thema, dass sich auf ein Angebot oder auf eine Ausschreibung kein Bauunternehmen gemeldet hat, würde ich jetzt vielleicht nicht so im Raum stehen lassen. Manchmal, wenn wir so ein bisschen verglichen mit dem Handwerk, da mag das mal im Einzelfall passieren. Das ist wie, wenn Sie vor Gericht einen Streit, ein Bauverfahren haben und der Richter erinnert sich, beim Bau ist auch nicht alles so richtig gelaufen. Also der Bauunternehmer ist schon mal, den muss ich mir mal genau angucken. Das mag sein. Ich habe das noch nie erlebt, dass es eine Ausschreibung gibt, wo sich aus unserem Klientel, aus unseren Mitgliedern niemand beworben hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist eher in einzelnen Handwerkssparten. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Da haben wir einfach einen echten Fachkräftemangel. Und ich glaube, da sind wir noch auf einem anderen Standard. Die großen Komplexen, auch die großen Wohnbauvorhaben, die werden alle von uns bedient. Und da muss auch eine Verwaltung, da muss auch die Politik nicht gleich unruhig werden, wenn bei einer Submission nur mal 3 Angebote reinkommen. Wir haben einen funktionierenden Wettbewerb, trotz hoher Nachfrage. Den haben wir in Deutschland. Und da können wir alle stolz drauf sein. Wir haben ein tolles Vergabesystem. Was im Vergabesystem schöner wäre, wenn wir auch mal alternative Vertragsmodelle hätten, dass wir mit diesem Planen, Bauen auch ein bisschen weiter kämen. Das ist wichtig. Das ist einfach wichtig. Dieses spartengetreue Arbeiten, das bringt nirgendwo etwas. Für uns hat es ab und zu den Vorteil, es wird teuer. Wir verdienen dann Geld damit. Aber das bedingt einen unendlichen Streit und den wollen wir nicht haben. Und junge Menschen wollen den schon gar nicht haben. Und ich glaube, deshalb sind junge Menschen, haben Schrecken auch manchmal so ein bisschen davor zurück. Die wollen das nicht. Die wollen, wenn sie sich fürs Bauen interessieren, bauen, aber nicht streiten.
Fachkräftemangel und so weiter, kommen wir später heute auch noch drauf zu sprechen. Ich würde an der Stelle sagen, ganz herzlichen Dank, Clara Geiwitz, dass Sie heute hier waren. Peter Hübner, ganz herzlichen Dank auch, dass Sie noch mal mit hier oben waren. Und ja, Sie können jetzt raus ins schöne Wetter. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück in den Bundestag. So. Die beraten heute den Haushalt. Ja. Da will ich nicht fehlen. Das wäre schlecht für das Bauressort. Das stimmt natürlich. Herzlichen Dank. Danke sehr.